Hi, hier ist der Frank vom foodbloghamburg.de. Dieses Video haben wir eigentlich produziert für Jajok H., die einen indonesischen Foodblog macht. Wir wollen heute ein Chili Carrots Tempeh Dish machen. Seid gespannt! All I feel is blue. Wir haben wieder etwas eingekauft, Tomate, Zwiebel, Knoblauch, Ginger, Frühlingszwiebeln, Karotte, Tempeh und zwei Chilis und meine geliebte Sojabohnenpaste kommt wieder mit in unser Dish. Als erstes müssen wir jetzt das Tempeh klein schneiden. Ich schneide das einmal längs und dann in schmale kleine Streifen, die wir dann gleich schön in eine Marinade tun werden. In die Marinade tun wir ein wenig Sesamöl, ein bisschen Sojaöl. Ich tue da jetzt ein bisschen mehr als einen Esslöffel rein und dann ein bisschen Zucker. Das Ganze muss jetzt vermengt werden ein wenig und dann können wir da gleich schön unser Tempeh reintun. Ich rühre aber heute lange. So, jetzt tun wir da das Tempeh hinein. Und dann müssen wir das schön, die Soße, die Marinade, das schön reinmassieren, sodass dieser Geschmack sich richtig schön in den Tempeh festsetzt, damit das nachher richtig schön schmackhaft wird. Wunderbar, klasse. So, dann können wir gleich, wenn wir das fertig gemacht haben, weitermachen. Jetzt schneide ich schön den Ingwer klein, erst in kleine Streifen und dann in ganz kleine Würfel. Das liegt jetzt hier vorne. Und jetzt smash and dash ich mal wieder schön den Knoblauch, damit ich auch den gleich super fein schneiden kann. Jetzt kann man das sehen, wie schön fein der geschnitten werden muss, weil sonst fliegen da so große Knobi-Lappen drin rum und das wollen wir ja alle nicht. Das schmeckt auch nicht besonders gut. So kann sich das schön gleichmäßig verteilen. Sieht doch richtig gut aus. Und super, super fein muss das. So, jetzt alles zusammen da auf einen Haufen. Damit das auch alles schön gleichmäßig gleich wird. Und jetzt die Zwiebel. Einmal hinten, einmal vorne abschneiden und dann einmal mittig durch. Und auch die wird wieder klein geschnitten, aber nicht so klein, sondern sie ist ja diesmal eher das Gemüse. Deshalb wird es immer nur so Viertel bzw. halbe Kreise, die wir da schneiden. Das lege ich mir oben schön aufs Brett. Und dann schneiden wir den Rest auch noch schnell auf. Genau, jetzt nochmal schnell die Chili klein schneiden. Davon nehmen wir zwei Stück, weil der Tempeh verbraucht so viel an Geschmack, dass das überhaupt nicht auffällt. Es war überhaupt nicht scharf, dieses Essen. War absolut genial so. Also ruhig, Mut und zwei Chilischoten. So, jetzt schneide ich die Karotte schön quer in Streifen. Schön gleichmäßig. Wenn man das verschieden dick macht, dann hat man natürlich auch verschiedene Garzeiten für die Streifen, die man da macht. Und das ist natürlich immer ein bisschen lästig beim Kochen. Also wenn ihr Interesse habt, ne, Jajok H. hat ihren eigenen Channel, ist zwar auf Indonesisch, aber ist natürlich auch trotzdem schön zu gucken.
So, jetzt schneide ich eben schnell noch die Tomate auf. Schöne große Slices. Die sollen ja jetzt gleich so mit in das Essen rein. Wir wollen das ja nicht vermatschen. So, jetzt noch mal eben schnell ein Frühstückszwiebel da klein schneiden. Auch wieder große Slices. Nicht so, wie ich das sonst immer mache bei der Lahmsuppe. Da wird das ja alles sehr fein geschnitten. Hier wird das jetzt alles ein bisschen gröber. So, dann brauchen wir gleich noch eine schöne Soße. Und in diese Soße kommt hinein ein Teelöffel Sojasauce, ein Teelöffel Reiswein, schön wieder zuschrauben, sonst verfliegt er ja. Aha. So, und jetzt kommt die widerspenstige Oystersauce, die ja immer nicht aus der Flasche will. Die hat keinen Bock, mit uns zusammen zu kochen. Die will da unbedingt drin bleiben. Ich verstehe das auch überhaupt nicht. Das ist wie mit dem Ketchup. Wenn man eine neue Ketchup-Flasche hat, kommt da auch immer nichts raus. So, aber jetzt. Schön einen Löffel voll Oystersauce. Sehr, sehr lecker dann. So, dann wieder meine Sojabohnenpaste. Ein Teelöffel voll. Das muss man halt ein bisschen auflösen. Das ist immer ein bisschen lästig, wenn man das auflöst. Und wenn man das jetzt auflöst, verändert das natürlich auch die Konsistenz unserer Soße. Dann wird die Soße ganz dickflüssig und dafür habe ich mir noch etwas Wasser dahingestellt. Damit werde ich die dann gleich wieder ein bisschen dünnflüssiger machen. Aber das werdet ihr noch sehen. So, schön auflösen, die Sojabohnenpaste. Diese Paste gibt der Soße immer richtig Kraft. Das ist richtig, richtig schön. So, schön gleichmäßig auflösen. Und dann kommt da gleich noch ein bisschen Wasser zu, damit das dann gleich wieder richtig flüssig ist. So, noch ein bisschen rühren. Jetzt, wie gesagt, halt ein bisschen Wasser da rein, um die Konsistenz hinzubekommen. Ja, jetzt nicht abschalten, schön weiter gucken, ne? Auch wenn das Video ein bisschen länger ist, aber hier kann man wenigstens richtig gut sehen, wie man es macht, ne? Also schön dabei bleiben. Und sollte dir unsere Videos überhaupt gefallen, dann abonnier uns doch einfach und lass uns einen Daumen nach oben da. So, jetzt mache ich ein bisschen Sojasauce in die Pfanne und werde dann da gleich meine Karotten da reinschmeißen. Und dann müssen die schön da anbraten, so dass sie halt schön durch sind. Ich tue da immer noch ein bisschen Wasser oben drauf, aber erstmal ein bisschen Zucker, um den Zuckergehalt auch von den Karotten so ein bisschen zu erhöhen. Es schmeckt immer sehr, sehr schön, wenn man da ein bisschen Zucker reingetan hat. So, jetzt, wie gesagt, ein bisschen Wasser da rein. Das wirkt dann immer ein bisschen wie Brandbeschleuniger. Dann geht das ein bisschen zügiger und dauert nicht ganz so lange, bis die endlich gar sind. So. Jetzt habe ich das Tempeh schon in die Pfanne getan und brate das auch mal eben schnell an. Das Tempeh muss schön von allen Seiten angebraten werden. Dann wird das so richtig schön kräftig im Geschmack. Und das wollen wir ja. So, während das anbrät, kann ich mich ja hinstellen und kann mal eben schnell schon mal anfangen, den Hauptdisch zu kochen. Als erstes tun wir da gleich in den Wok die Zwiebeln mit schön viel Hitze. Ich lasse da jetzt gerade den Wok richtig heiß werden. Währenddessen drehe ich da nochmal so ein bisschen den Tempeh um. So ein bisschen Feuer weg. Und dann können wir anfangen. So, wie gesagt, als erstes jetzt mal ein bisschen da Zwiebeln rein. Und die braten wir jetzt mal richtig kräftig mit viel Hitze an.
So, jetzt tun wir dann noch unsere Mixtur aus dem Chili, Ginger und Knobi rein. Braten das auch schön mit an, damit das so richtig schön seinen Flavor entfalten kann. Schön umrühren. Schön die Hitze so hoch lassen, damit das schön weiter gebraten wird. Dann haben wir die Zwiebeln und alles so ein bisschen zur Seite getan, tun uns unten wieder ein bisschen Fett hinein. Und jetzt können wir da die Frühstückszwiebel und die Tomate dazu reintun. Jetzt muss man ein bisschen vorsichtig sein beim Umrühren gleich, also besser eher so ein bisschen schwenken, damit man nicht die Tomate so arg kaputt macht, sonst gibt es halt eher mehr so einen Tomatenmatsch da drin und das sieht ja nicht schön aus. Hitze schön lassen, weil die Tomate bringt ja auch viel Flüssigkeit mit. Und jetzt können wir da schön unsere Karotte mit zutun. Die muss jetzt auch wieder richtig heiß werden. Unsere Karotte haben wir so weit gegart, dass sie halt noch schön Biss hat. Und durch den Zucker ist die ja auch toll im Geschmack. Jetzt tun wir uns unseren Tempeh mit dazu und braten auch den mit und lassen den natürlich auch wieder richtig schön heiß werden. So, schön die Temperatur hochlassen. Und jetzt tun wir da gleich unsere Soße mit dazu. Hallo, nicht ausschalten, ins nächste Video gehen. Schön weiter gucken, ne? Du machst ja das beim Krimi auch nicht, dass du einfach vor dem Ende ausschaltest und sagst, ich will gar nicht wissen, wer der Täter war. Wie langweilig. Nein, nein, du willst ja auch nicht sehen, wie das Essen da gleich fertig ist, ne? Nicht weglaufen. Also, wenn man will, kann man natürlich dazu auch noch Reis kochen jetzt parallel. Wir essen das aber ohne Reis. Ich finde, das ist so genial und dann möchte ich gar keinen Reis dazu haben. So, jetzt reduzieren wir schön die Soße runter. Alles gart noch so ein bisschen weiter und verbindet sich miteinander. So, jetzt noch einmal ein letztes Mal umrühren. Dann können wir schon mal schnell den Tisch decken. So, jetzt ist unser Tisch so gut wie fertig. Tisch haben wir in der Zwischenzeit auch schon gedeckt und dann können wir ja mal ein bisschen was auffüllen. Sieht das nicht geil aus? Ich finde, das sieht richtig lecker und richtig toll aus. Das verliert natürlich immer alles so ein bisschen an Farbe durch die braune Soße. Das ist halt leider in dieser asiatischen Küche ganz häufig so. Leider. So, jetzt wird die Jajoka mal probieren, wie das denn so schmeckt. Und, ja, ich glaube, es schmeckt ihr. Die sieht schon sehr begeistert aus. Ja, genau. Also, sollte euch dieses Video gefallen haben, dann gebt uns einen Daumen nach oben. Habt ihr irgendwelche Anregungen, schreibt sie unten in die Kommentare. Habt ihr Kritik, schreibt sie auch unten in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer Frank von Wir kochen was. Ciao.